Herzlich willkommen, eine neue Folge. Heute was ganz Besonderes, denn ich glaube, lieber Christoph, du bist der höchst dekorierte Mensch, der jemals im Podcast war, Professor Doktor. Und heute sprechen wir tatsächlich über das Thema You Will Never Work Alone, Tipps für High-Performance-Teams. Und du machst das, was ich tatsächlich auch liebe, und zwar den Montag feiern, dafür, dass es einfach ein geiler Tag ist und wir da in der Woche was starten können. Bist selbst ein kreativer Typ, ein Abenteurer. Ich bin super gespannt, weil wir auch über Persönlichkeitsprofile sprechen würden. Und euer Firmenname und eure Domain ist monday.rocks. Wie cool kann das sein? Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist. Dankeschön, das ist lieb. Also auch eine schöne Rahmung, Fabian. Ja. Das finde ich sehr, sehr nett. Und ich freue mich, dass ich da auch eine Integration dann bei dir finde. Ja, dass du gesagt hast, Mensch, den lade ich auch mal ein. Nun, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch, weil ich da einfach viel von dir gelesen habe, gehört habe, gesehen habe. Das ich einfach fand ich faszinierend, fand ich schön. Und ich glaube auch das Thema, High-Performance-Teams und dieses Moment von Zusammenarbeit ist einfach zentral, prägt dich ja auch in deiner Biografie sehr stark. Und von daher freue ich mich auf das Gespräch, dich da kennenzulernen und uns einfach eine gute Zeit zu schenken jetzt. Absolut. Und ich finde, lass uns direkt reingehen, weil ich habe natürlich gecheckt, angeschaut, was macht Monday Rocks und habe gesehen, okay, wir reden über Persönlichkeitsprofile und ich kann mir mein Team anschauen und kann dann tiefer reingehen. Und ich finde, das erstmal zu wissen, was für ein Typ bin ich selbst, also wie ticke ich, ist eine der, das ist so ein Basis, so ein Fundament dafür, dass ich irgendwie mit meinem Leben erfolgreich und glücklich sein kann und nicht immer wieder denke, hier passiert irgendwas, ich verstehe nicht warum. Und aber auch die anderen Perspektiven zu kennen, also verstehen, wie ticken die anderen Leute und vor allem, welche Sprache muss ich mit denen einfach sprechen. Und wie ist es passiert, also du hast ja mit drei Freunden, würde ich jetzt mal vermuten, gegründet. Wie ist diese Gründungsgeschichte? Wie habt ihr gesagt, wir gehen jetzt auf Teams und dann lass uns da mal immer tiefer reingehen? Ja, das genau, also das ist immer so die spannende Geschichte, wie kommen die Leute dann irgendwie zusammen? Und ich glaube, das hat viel mit so zwei Bewegungen zu tun. Einmal sich überraschen lassen von Leben, weil das war auch wenig geplant, und auf der anderen Seite aber auch trotzdem fokussiert sein. Das ist manchmal ein bisschen schizophren, so beide Bereiche, würde man sagen, wie kommen die zusammen? Aber schlussendlich eint uns als Gründer die Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Leute montags gerne zur Arbeit gehen und sagen, das rockt. Also wir feiern auch das Wochenende, nicht verkehrt, verstehen. Ne? Also, aber wir hatten alle das Gefühl, dass wir immer mehr zu Freaks werden, weil wir sagen, wir arbeiten gerne. Ja. Also es gab immer mehr Leute um uns herum, die gesagt haben, das ist ja komisch. Ja? Bei mir zum Beispiel ich bin auf der einen Seite Professor und möchte aber auf der anderen Seite auch praktisch arbeiten, in der Praxis verortet sein, weil mir das Spaß macht, wenn sich Gedanken materialisieren. Das finde ich einfach mega geil. Also sich eine Fragestellung zu überlegen, die vielleicht eine Resonanzfähigkeit im Unternehmen geben könnte oder im unternehmerischen Kontext, und dann zu machen. Und uns hat alle diese Fragestellung vereint, so warum grauen die Leute immer stärker ein? Warum haben die immer weniger Lust auf Arbeit? Warum sind die immer geringer emotional eingebunden? Warum ist das Engagement sinkt? Also warum sinkt das? Also eine Gallup-Studie sagt auch, dass unheimlich viele Menschen gar keine Lust haben, sich maximal zu engagieren. Das waren so Fragestellungen, wo wir gesagt haben, naja, blöd, möchten wir ändern. Und bei mir ganz stark auch in der Beobachtung anderer Länder. Ja, ich habe aufgrund der Professur immer die Möglichkeit, auch irgendwo anders hinzufahren, also nach China da Lehraufträge anzunehmen zum Beispiel oder woanders hin, und kann darüber dann verstehen, oder Silicon Valley oder so, wie dort unternehmerisches Handeln funktioniert, und muss dann immer feststellen, wenn ich zurückkomme, die Europäer sind so ein bisschen anders. Die haben so German Angst, und die sind immer so, die haben so das Thema eher vordenken als nachdenken. Also wir zergrübeln ganz viele Ideen, bevor wir den Schritt tun, es auszuprobieren und zu verstehen, schnell zu lernen, war gut oder war nicht gut. Ja. Und da haben uns andere Bereiche was vor, und klar kann man fragen, die Chinesen, die werden jetzt nicht aus Freude sich da hochgradig engagieren, sondern da gibt es einfach viele Leute in Konkurrenz. Nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir in Europa mehr so einen Moment von steigerndes Engagement. Und die Frage ist halt, wo kommt das her? Und das kommt daher, was du auch gerade schon gesagt hast, Fabian, dass man Lust hat, das zu tun, was mit einem persönlich koppelt. Also die Frage, wer bin ich, die zu beantworten, ist immer ganz, ganz wichtig. Und der erste Schritt zu sagen, okay, wenn ich die beantwortet habe und ich weiß, was sind meine Werte und ich weiß, was ist meine Passion, dann kann ich gucken, wo kann ich die bestmöglich in Resonanz bringen. Und genau
da haben wir uns getroffen alle, weil das einte uns so, dass wir gesagt haben, ja, diese Frage möchten wir gerne beantworten, und zwar entkoppelt von so klassischen Geschichten wie Coaching oder so. Also man kann das ja auch über Coaching machen und Selbsterfahrung, ja. Geniusarbeit und so. Ich bin auch ausgebildeter Coach. Das kann man auch über so ein Coaching abbilden, aber das reicht halt nicht, weil das einfach nur so ein paar Leute mitnehmen können. Und die Idee von uns ist schon zu sagen, wir möchten jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken. Ja, und das geht halt nur über digitale Algorithmen. Das geht halt nur über diesen Weg. Und da ist hier die Frage, okay, probieren wir mal, fangen wir mal an. So, und jetzt sind wir 2 Jahre dabei und arbeiten weiterhin an der Idee. Ne? Also finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde gerade bei dem Coaching-Aspekt, weil ich habe paar Kollegen, die in ihrem Unternehmen sehr intensiv Coaching haben, also die auch regelmäßig, ne, und denen das mittlerweile sogar auf den Sack geht, weil Coaching ja auch immer so dieses, ne, ich habe gerade beobachtet, dass du hier und links, ne, und die sagen so, boah, kann ich nicht einfach mal in Ruhe so mein Ding machen, ne, und sind eher dadurch frustriert. Und was ich in dem Kontext super spannend finde, weil ich mich viel auch gerade mit dieser Frage, ne, der eigene Antrieb, das eigene Warum, ne, das glaube ich ist schon eine spannende Frage, mal reinzugucken, warum mache ich Dinge eigentlich? Ja. Auch ist manchmal auch schwer zu beantworten. Ja. Für ein Unternehmen finde ich die Inspiration aber wichtiger. Mhm. Also diese Frage, was möchte das Unternehmen wirklich verändern, damit Leute sich inspirieren lassen können? Weil manchmal musst du gar nicht wissen, warum du irgendwas machst. Wir haben ja, bevor wir gestartet haben, über Autos geredet. Ich weiß nicht, warum ich Autos so gerne mag. Natürlich könnte ich reinzoomen. Aber ich bin davon inspiriert. Ich habe einfach Bock drauf. Ich will mitmachen. Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis von Tesla oder sowas, ne, die ja jetzt in Berlin abnormale viele Arbeitsplätze schaffen, weil die Leute einfach sagen, ich will da arbeiten. Ich habe keine Ahnung was, ich habe keine Ahnung wie, aber ich will da arbeiten, weil ich finde irgendwie diese Vision geil, die die halt irgendwie haben. Ja. Und da finde ich, müssen wir schon von diesem klassischen Coaching-Ansatz vielleicht ein bisschen wieder weggehen, weil das ja auch so eine Bubble ist momentan. Ne? Das finde ich auch tatsächlich ganz spannend. Und da finde ich eine Sache geil, die du gesagt hast. Und mich würde interessieren, wo drin bist du, Professor, tatsächlich? Ich mache Personal- und Organisationsentwicklung. Also okay, sehr spannend. Personal und cool. Weil, habe ich gestern mit meinem Nachbarn drüber gesprochen, lustigerweise, diese ganze Bildungsbubble ist ja eine der stärksten Bubbles, die wir irgendwie haben. Ne? Du kommst halt, gehst auf die Schule, dann gehst du ins Studium, dann bist du Lehrer, dann gehst du vielleicht noch an die Uni, dann kannst du auch, wenn du deinen Doktor machst, neues Wissen erforschen. Und diese Frage, wie kriege ich es in die Anwendung rein? Ne? Und ich glaube, das machen viele halt nicht. Und das macht es dann wieder so schwierig, weil sich auch so verschiedene Lager aufmachen. Und ich will jetzt die Themen nicht total sprengen, aber ich habe vorgestern mit einem jungen Mädel geredet, die gesagt hat, mein Studium macht mir keinen Spaß, auf eine Ausbildung habe ich eigentlich keine Lust, aber mich interessiert Marketing total, mich interessiert Vertrieb total, und eigentlich bräuchte die nur ein Unternehmen, das sagt, okay, du kriegst jetzt genug Geld, dass du leben kannst, have fun. So, mach einfach. Ne? Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, nämlich die Frage zu stellen, auf was zahlt das ein? Also so Abschlüsse oder so, ne? Also was zahlt das ein? Eigentlich auf so einen Sicherheitsmoment für Unternehmen, die dann sagen, okay, wenn das jemand hat, so einen Abschluss, dann gehe ich davon aus, dass der Befähigung erfahren hat, um XY zu entscheiden. Ja. Und das ist ja das Verrückte, dass Wissen flüssig wird. Also ich brauche das nicht mehr, sondern ich brauche eher nicht, also ich muss nicht die Frage stellen, kann ich das als Unternehmen? Also kann die Person das qua Abschluss? Sondern die Frage ist viel interessanter, will die Person das? Also genau das, was du gesagt hast. Die junge Kollegin von dir, die will das. Ja. Und da ist jetzt die Frage, okay, vielleicht, warum will sie das nicht über so ein akademisches Moment aufbauen? Also irgendwo muss man das ja irgendwo anzapfen, das Wissen. Und dafür sollte das ein Kontext sein. Aber anscheinend resoniert das bei ihr nicht. Und dann ist es einfach wichtig zu sagen, okay, ist eigentlich egal, wir gucken jetzt nicht so auf die Abschlüsse und so auf die Kompetenzen, sondern wir gucken eher auf die Willen, also auf den Willen der Person. Ja, das finde ich ja viel spannender, denn wenn ich das will, dann kann ich das mir auch überall anzapfen. Dann kann ich mir Wissen überall anzapfen, mich heutzutage über allen möglichen Bereiche vernetzen und kriege da mein Wissen gezogen. Und das ist ja das Spannende, dass Wissen einfach da wirklich flüssig ist und dass es eher darum geht, auch zum Beispiel im Hochschulkontext, also bei uns geht es nicht nur primär um Wissensvermittlung, sondern vor allem darum, dass ich die bestärke in so inneren Haltungen. Ja, es geht so um Veredelung von Persönlichkeit eher und weniger um das Thema, weiß ich nicht, wie funktioniert eine kluge Personalentwicklung im Mittelstand. Ja, das machen wir mit, aber schlussendlich können die alle selber lesen. Ja, also und können die selber sich das reinziehen, dann muss ich nicht vorlesen. Also dieses klassische Vorlesungsmoment, was noch irgendwie so universitär ist aus den 60ern, das ist vorbei.
Ja. Und das finden halt viele Kollegen auch irgendwie ein bisschen komisch und blöd, und auch wenn ich sowas sage, aber ich glaube, wenn man sich die Realität ansieht, ist es eher wichtig zu überlegen, wie kriege ich die Leute in Inspiration, genauso was du sagtest, wie kriege ich die in eine innere Energie, und wie kann ich da so ein Stück weit auch einen Beitrag im Rahmen von Hochschule leisten, und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist und wichtig ist für eine Veränderung, auch so einer Diskussion im Arbeitskontext. Ne? Also dieses ganze Thema Stellenbewertung, dieses ganze Thema innerbetriebliches Coaching und Führungslaufbahnen und so weiter, das ist irgendwie alles so ein bisschen überholt, weil es so ein Strukturmoment vorgaukelt, den es in vielen Kontexten gar nicht mehr gibt. Ja. Also keine Leute mehr, die das können oder die das wollen, und das ist irgendwie alles so überholt. Das ist so, finde ich irgendwie nicht so passend. Ja. Ich finde es total spannend. Oh, jetzt gehen wir, da sind so viele coole Themen drin. Weil ich bin so ein Musterbeispiel dafür. Ne? Ich bin auch, ich war auf der klassischen Konzernkarriere, also vom Weg her, und dann habe ich irgendwann zu oft gehört, das geht nicht. Und habe immer aber gesehen, so, das ist Schwachsinn. Natürlich geht das. Ne? Das Einzige, was gerade nicht geht, ist deine Einstellung, und deswegen geht es halt irgendwie nicht. Und auch mit so Mythen und Sagen, also ich hatte letztens die Diskussion, da hat irgendeiner gesagt, ja, wir dürfen kein Microsoft Teams einsetzen. Wir dürfen keine Videokonferenzen machen, wir können nur telefonieren. Das ist so, okay, jetzt Corona ist ein Jahr irgendwie da, du kannst keine Videokonferenz machen. Ja, der Betriebsrat hat das verboten. Und dann habe ich gesagt so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Trink doch mal Kaffee mit denen. Und das war so ein, kann ich das nicht? Und dann hat sie dann tatsächlich einfach mal mit jemandem vom Betriebsrat einen Kaffee getrunken und hat gesagt, warum dürfen wir es nicht? Warum verbietet ihr das? Und dann gesagt, wir verbieten das gar nicht. Und das war so ein Gerücht. Also es ist einfach, es hat irgendjemand hat in die Welt gesagt, wir dürfen das nicht, das geht nicht. Und es war aber, und dadurch hat dann keiner was gemacht. Also dieses klassische Beispiel von, das mit Affen gibt es ja so Experimente, ne? Du hängst eine Bananenstaude hin, der Affe versucht die Bananen zu holen, du spritzt mit Wasser voll, der Affe läuft weg, dann traust du alle Affen aus und irgendwann sind nur Affen da, die nicht gesehen, also die das Wasser nie gesehen haben, und trotzdem geht keiner zur Banane, bis irgendein junger Affe immer kommt und dann trotzdem zur Banane geht, und dann sind alle so, du kannst nicht zur Banane gehen, und er geht so zur Banane, nimmt die Banane, die so, die Bananen sind frei. Und das ist dieses, ich habe so oft diese selbstgemachten Grenzen gesehen, ne? wo einfach die Toleranz halt runtergeht. Und ich finde jetzt gerade, das erste Mal, dass ja auch erste Podcast, wo das Thema kommt, aber jetzt seitdem Clubhouse da ist, seit einer Woche, und die Möglichkeit auch da ist, in irgendwelche Räume zu gehen, merke ich auch gerade, in was für einer harten Bubble ich schon wieder bin. Mhm. Also wie anders andere Menschen ticken. Ich war in einem Raum drin, da waren lauter TikTok-Influencer, und die haben in dem Raum stand, die sind irgendwie 8 Leute, die haben zusammen 20 Millionen Abonnenten Reichweite. Mhm. Ich habe noch keinen gehört von denen, über was für Themen die geredet haben. Denkst du, die verdienen alle Geld. Mhm. Ne? Die sind in Berufsfeldern, die du nicht, die, für die es keine Ausbildung gibt. Also für Performance-Marketing im Sinne von Facebook-Ads gibt es keine richtigen Ausbildungen. Ja. Und das ist Daily Business, also kein Unternehmen, also die meisten machen das irgendwie, die ein bisschen größer sind. Und da bin ich total bei dir, dann will so eine Veränderung der Arbeitswelt, wo aber dann das System nicht hinterherkommt. Jetzt wieder die Frage, wer ist für das System verantwortlich? Ne? Also das müssen wir selbst dann irgendwie auch schaffen. Ja klar, also es geht dann schlussendlich immer um Eigenverantwortlichkeit und Selbstverantwortlichkeit. Und die Frage ist halt immer, wer macht gerade das Business hier? Also wer ist dafür verantwortlich? Und da auch nochmal Freiheit zuzulassen, ist immer so die Voraussetzung für Veränderung. Ne? Und ich glaube, dass das einfach für viele Organisationen einfach auch schmerzhaft ist, zu sagen, ich gebe da Freiheit ab. Also nur ein gutes Beispiel, Teammeetings oder so oder Videokonferenzen, Homeoffice. Naja, da war so eine Vorstellung in den Köpfen bei vielen Organisationen. Naja, also wir haben Menschen, die sind faul irgendwie und die habe ich dann nicht mehr unter Kontrolle und so. Und das lasse ich nicht zu und die sollen sich bitte morgens zu mir hinquälen und so. Und das sind so das sind so eigenartige Lesarten und Einschätzungen von Menschen. Also eine komische Verhältnis zu Mitarbeitern. Und ich glaube, da Freiheit zuzulassen, ist einfach herausfordernd für viele Organisationen und merken aber, wenn sie das nicht können, aus einer inneren Haltung heraus, weil die irgendwie so ein eigenartiges Verhältnis zu ihren Mitarbeitern hat,
also wenig Vertrauen und Co., dann brechen die halt weg. Also das Thema Loyalität wird ersetzt einfach durch Attraktivität. Also die Leute sind nicht mehr loyal und bleiben dann 35 Jahre bei der gleichen Company, sondern sagen so, weißt du was, wenn du mir so kommst, finde ich das irgendwie komisch, warum du mir nicht vertraust. Ich gehe zu einer Company, die mir vertraut und auf Wiedersehen. So. Und deshalb ist so eine Dynamik in Erwerbsbiografien einfach da und das finde ich cool. Also das finde ich sehr, sehr geil, weil es gibt so einen Spruch, den ich immer ganz spannend finde. Willst du das Leben leicht haben, so bleibe bei der Herde. Ja, also das hat der schon mal gesagt, so, also immer so, immer gleichförmig sein, aber wenn du jetzt sagst, na, ich will das verändern und ich will wegbrechen aus immer den Leuten hinterherlaufen, dann kriegst du halt manchmal halt so Gegenwind. So. Und ich finde das ja unangenehm. Also auch gerade diese Gleichförmigkeit in Companies, weil schlussendlich, wenn du immer Leuten hinterherläufst, sieht man halt auch eine Menge Ärsche. Also das ist so, ja. Also weil die Leute nämlich dann auch irgendwie alle eingespurt werden auf so einer Schiene, so nach dem Motto, so funktioniert bei uns Karriere oder so funktioniert bei uns, weiß ich nicht, Verantwortung. Und manche Leute wollen das aber gar nicht so in dem Style und müssen sich dann so ein Stück weit da so justieren. Und ich glaube, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, dass die Unternehmen das machen, weil die brauchen irgendwie so einen Sicherheitsmoment, um das irgendwie zu planen und Arbeitsteilung irgendwie klug zu gestalten. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, geht durch dieses wenig Zulassen von individueller Vielfalt halt auch so dieses Innovationsmoment von Diversität verloren. Und ich glaube, es kommt heutzutage eher darauf an, irgendwie mutig neue, schnelle Innovationen zu generieren und da auch die Leute den Mut zuzusprechen, so, du kannst das, probier das mal aus, also wie zum Beispiel jetzt Clubhouse, geh da rein, ja, probier das aus, wo ist dein Mehrwert, so, hab da Erfahrung und wenn es gut ist, ist es gut und wenn nicht, halt nicht gut, also da so schnell, also nachdenken und nicht vordenken und ausprobieren versus irgendwie Sicherheit in Routinen finden, so, und das finde ich, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte, so, Freiheit ist die Voraussetzung für Entwicklung und lasse ich die als Organisation zu? So, oder habe ich Angst? Ja, und ich kann das nachvollziehen, dass man auch sagt, so, ich weiß nicht, was dann kommt und wo geht die Reise hin und wenn jetzt jeder macht, wie er möchte, wo kommen wir denn da hin und so? So wie können wir das fokussieren oder bündeln, also Kräfte auch bündeln, das macht ja auch Sinn, aber ich glaube, das ist halt so, die Herausforderung, wenn es so in so eine unternehmerische Ambidextrie geht, das ist so der Begriff, also dass beide Bereiche verbinden musst. Du musst auf der einen Seite kreativ sein und du musst auf der anderen Seite aber auch eine Prozessintelligenz haben. So. Oh ja, total. Das ist total spannend. Also, und es gibt ja immer einen Prozess. Was mir gerade als Gedanke gekommen ist, ich glaube, dass bei diesem Kontrollthema ein spannender Aspekt ist, weil in dem Moment, wo die Leute alle vor Ort sind, weiß ich, also ich kontrolliere immer noch nicht, ob die Output generieren, aber sie sehen wenigstens alle mal beschäftigt aus von außen. Ne? Und wie viele Meetings gibt, wo sich Leute einfach nur im Kreis drehen und gar nichts halt passiert. Und wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die ich in Zoom aufschicke und die sind auf einmal alle unproduktiv oder unmotiviert, das ist auch eher ein Zeichen dafür, dass es halt keine klare Richtung gibt. Also sie gar nicht wissen, was sie halt machen sollen, weil ich sag mal, können wir gleich ein bisschen reingehen, wenn du in die Persönlichkeitsprofile reingehst, weil mindestens die Hälfte der Menschen hat ein schlechtes Gewissen, wenn die Geld kriegen und dafür halt nicht arbeiten. Ja. Wirklich die wenigsten sind ja so, dass sie sagen, ja okay gut, dann mache ich jetzt halt chillig, ne? Sondern die sitzen dann halt 8 Stunden vorm Rechner, haben schlechtes Gewissen und irgendwann um 17 Uhr können sie mit gutem Gewissen zuklappen, weil dann ist ja 17 Uhr, ne? Dann ist halt in Ordnung. Und das ist ja total frustrierend und dieses Bore-out-Syndrom ist, glaube ich, heute sogar noch ein bisschen heftiger als, also finde ich, gut, ich setze nicht in die Wertung rein, aber ein Bore-out ist halt auch total heftig, wenn die Leute einfach einen ganzen Tag da sind, nicht wissen, was sie tun sollen, sich nicht gebraucht fühlen und dann halt aber, und ich war in einem Team, da war eine dabei, immer wenn die das Gefühl hatte, nicht mehr gebraucht zu werden, hat die angefangen rumzustänkern und Konflikte aufgemacht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Super anstrengend einfach und gleichzeitig aber auch jemand, der an dem Ort falsch war, an dem er war, weil ein sehr, auch Softwareentwicklungsteam, super hohe Geschwindigkeit und sie ist so ein bisschen abgehängt gewesen, ne? Und das ist ja auch wieder, du kannst ja nicht alle Menschen beliebig einfach zusammensetzen, wenn du halt, weiß nicht, ne, wenn du einen FC Bayern nimmst, stellst halt einen 14-Jährigen rein, der einfach kein Fußball spielen kann, der wird frustriert sein,
Da kannst du machen, was du willst. Es dauert nicht lange und dann spielt ihm keiner mehr einen Ball zu. Man kann mal sagen, das ist unfair und der muss den Ball bekommen. Oder du setzt ihn halt in ein Team rein, wo die Leute ungefähr auf seinem Level sind und wo er halt abgucken kann und lernen kann und besser werden kann. Oder schaust halt nochmal genauer, ist Fußball eigentlich das richtige Ding, ne? Oder sollte der nicht was ganz anderes machen? Ja, und da hast du auch wieder, finde ich, wichtige Sachen gesagt, nämlich zu sagen, also zu verstehen als Team, was ist unser gemeinsames Anliegen? Also was ist das Ziel? Sag mir das mal bitte so, ja. Oder wir müssen das klar haben. Also was ist so der nächste, was ist die nächste Sprinteinheit, ja? Und was wollen wir abarbeiten bis dann und dann mit welcher Qualität? Ich glaube, dass das was ist und dass wir uns da auch so lösen müssen von so, weiß ich nicht, wir machen mal 40 Stunden oder so. Ja, also so, das macht keinen Sinn heutzutage, sondern das ist eher die Frage so, ja, mach das, wie du magst, so. Guck mal, dass das irgendwie für dich passt und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. So. Ja. Und was du auch sagtest, das Thema Erfolg ist entscheidend. Also es ist mir eigentlich egal, wie lange jemand arbeitet, sondern wenn der die Sachen umsetzt, die wir verabredet haben und das irgendwie gut passt vom Leistungsniveau, was wir uns so in der Company überlegen, dann sind wir doch alle happy. Also dann ist das auch super cool und dann ist es also mir völlig gleich, wie lange der arbeitet, wann der arbeitet, wo der arbeitet, so. Der soll damit fein sein und sich darüber freuen und sich da, also die Freiheit einfach nehmen. So. Und das ist ja auch durchaus anstrengend. Also es ist jetzt nicht ein einfacherer Weg. Also so, ich glaube, es ist viel einfacher zu sagen, so ich habe von 9, 17 Uhr habe ich eine ganz klare Rahmung, da bin ich erreichbar, sitze ich schön am Schreibtisch und ich tippe da auch irgendwie sowas und das, dann kann ich auch Verantwortung wegschieben. Ja, aber zu sagen, ich bin Teil der Company und ich trage dafür Verantwortung, ich kann dieses Moment nicht fahren, zu sagen, ja, die da oben. Also wie häufig, dass man so in klassischen Organisationen, ja, die da oben, die haben mir was entschieden und so, haben die alle so, wo ich mal denke, naja, du bist doch Teil der Company. So, wenn du das irgendwie echt fühlst, dann musst du doch dann Engagement sehen und sagen, so, ich brauche hier Möglichkeiten, wie ich mich daran beteilige an den Entscheidungsprozessen oder dass ich da irgendwie gesehen werde, dass ich eine Wirkmacht habe und so. Und ich meine, wenn das Companies und Unternehmen nicht ermöglichen, dann frustriert das natürlich und dann macht man das 2-3 Mal als junger Mensch auch und dann merkt man, okay, nee, also irgendwie komme ich nicht in, und dann fällt man in so eine Lethargie rein und dann ist man auf einmal so, dass man halt morgens um 9 Uhr den Laptop aufklappt und um 17 wieder zu. So. Und das ist aber also Zustand schwierig, weil das wird auch langfristig nicht gesund sein. Also weil es ist einfach, es macht dich krank. Also Arbeit ohne Sinn macht krank. Also es gibt einige Studien, die das sehr klar belegen. Und wenn deshalb ist es so, irgendwie auch, finde ich, kein nice to have zu sagen, ja, wir müssen hier Purpose-Orientierung und so. Es geht darum, dass das einfach wichtig ist, dass das jeder findet, um einfach lustvoll ins Engagement zu treten und dass wir engagiert sein müssen. Das ist nun mal so. Also durch die Komplexität, die Geschwindigkeit, die Vernetzung, da werden so viele Routinen in den nächsten Jahren aufbrechen, dass es einfach ganz viel Kraft kostet, sich immer wieder neu zu kalibrieren. Und so ein bisschen merken wir das jetzt auch gerade in der Corona-Punk-Situation. Viele Sachen neu und alle Leute haben so eine permanente Erschöpfung. Also so, ist auch anstrengend und schwierig. Und das ist es ja auch. Ja. Homeoffice, Homeschooling, Leute koordinieren, dann hast du so ein Meeting, ein nach dem anderen, weil es digital viel einfacher ist. Du hast diese Anlaufzeiten nicht, weißt, es ist also durchgetaktet. Es ist alles schneller geworden. Ja, die Welt wird nie wieder so langsam sein wie jetzt und so. Das realisieren die Leute und werden dann irgendwie so schlaff. Und deshalb ist es für mich gar kein, also deshalb ist so das Thema auch Money Rocks, es muss daran gearbeitet werden, dass du einfach Lust hast an dem, was du tust. So. Und natürlich auch mit einem Moment von nicht energetisch auslaufen und auch Anspannung und Entspannung. Ne? Wir sprachen auch im Vorfeld ganz kurz drüber, so auch Dinge tun, die einem gut tun. Also so, ne? Also so, also es kann auch nicht, es muss nicht nur Arbeit sein, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, bei dir irgendwie Autos irgendwie Hobbys, Autos, Leute treffen, Spaß haben. Bei mir ist das Fußball zum Beispiel. Ich gehe unheimlich gerne ins Stadion. Ich finde das mega geil, mich da hinzustellen und rumzuhüpfen und einfach die Leute zu supporten. Und so würden Leute auch sagen, so, was machst du denn da? So ein bisschen schwierig. Oder halt Podcast aufnehmen gerade, ne? Das ist, eigentlich ist es ist halt in der Arbeitszeit und es ist halt so ein. Finde ich, boah, der war jetzt drei, ich möchte, den mache ich zuerst, dann habe ich einen anderen Punkt und dann gehen wir eins weiter. auch dieses, ne, ein Buch zum Lesen zum Beispiel, im Büro.
so, wo du immer noch angeguckt wirst manchmal von Leuten, so nach dem Motto, arbeitest du gerade nicht? Das ist so, da hat sich einer hingesetzt, hat sein ganzes Wissen über eine ziemlich lange Zeit in dieses Buch gepackt. Jetzt lese ich das, ne? Und vielleicht ist da ein Impuls drin und der wird vielleicht 100.000 Euro in diesem Unternehmen sparen. So, das Buchlesen ist viel sinnvoller, als dass ich jetzt halt so tue, als wenn ich beschäftigt wäre. Oder halt den Podcast zu hören, also dieses Thema Bildung halt stärker reinzubringen. Ich muss einmal kurz auf die da oben noch zurück, weil ich muss so lachen einfach. Es gibt eine Szene, die hat mich geprägt. Da stand eine Projektkollegin vor mir und hat so gesagt, so, Fabian, du musst das jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, muss ich jetzt gerade gar nicht. Und dann hat sie gesagt, boah, was wird das? Die Programmleitung will das aber. Und das ist immer so dieses die Geschäftsleitung, die Programmleitung. Und dann habe ich gesagt, okay, die Programmleitung heißt Georg und ich schreibe ihm jetzt eine WhatsApp und frage ihn einfach. So, ne? Und dann ist das Thema auf einmal, dann ist es wieder entspannt, weil ich kenne den Typen auch, der hat einen Namen, der hat eine Handynummer, wir sind cool miteinander, wir haben schon Bier getrunken, du musst mir nicht mit die da oben kommen. Ja. So ein Schwachsinn einfach. Nur weil du jetzt was haben willst und mich damit unter Verhandlungsdruck praktisch setzt, mit ja, die Entscheidung kann ich nicht treffen, da muss erst nochmal die Geschäftsführung fragen. Was der CEO von Under Armour hat das ganz lange gemacht, der hatte immer zwei Visitenkarten dabei, auf einer stand CEO drauf und auf einer Salesman. Und dann hat er gespielt, je nachdem, in welche Situation er gekommen ist. Ja. So, jetzt habe ich meinen dritten Punkt natürlich verpennt, in den ich danach reingehen wollte. Das erste war Bildung, das zweite. Fabian, genau das ist es zum Beispiel, das würde ich gerne mit aufnehmen, ja, lustvoll scheitern. Ja. Ganz, ganz wichtig. Genau das, was du jetzt gerade machst, ist ein prototypisches Verhalten, was einfach richtig geil ist, zu sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. So, und? Wo ist das Problem? Wird jetzt hier der ganze Podcast scheiße? Nee. Ja, ist jetzt vorbei. Wir können jetzt jetzt nochmal von vorne anfangen. Jetzt fahren wir jetzt vorbei, ja, genau. Das ist genau das Richtige. Dieses Moment von lustvoll scheitern, ab in die Krise, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das machen wir auch viel zu selten. Ja. Also das zuzulassen, zu sagen, ist doch gut, weil man kommt in die Aktivität. Also das Interessante ist ja zu sagen, ich möchte, also ich will sozusagen, ich habe den Willen, das in die Veränderung zu bringen und guck dann, was so passiert und lerne da auch und so. Und ich glaube, das haben halt viele Leute so vergessen. Also, oder die haben das so mit Ende Sozialisation, was einfach sehr, sehr viel Persönlichkeitsarbeit ist, haben die das irgendwie so verloren und denken dann irgendwie mit Mitte 20 so, ich weiß, wie der Hase läuft im Business. Ja. So, und das ist einfach so nicht. Also, man irrt sich zurecht. Ja, also so ein bisschen ist es, weil wir viele Sachen einfach gar nicht checken. So, ja, und so viel, also es kommt, also komprimiert alles. Und da kann ich auch nicht mehr von mir verlangen, dass ich irgendwie alles weiß oder so, ja, oder dass ich alles gecheckt habe oder alles so im Flow ist oder so, sondern eher so, nee, ich habe heute einen Kacktag oder mir sind die Sachen nicht gut funktioniert oder ich habe da einen scheiß Sale-Termin gehabt oder ich habe dann so, und dafür damit halt, fein sein. Ja, so, also total. Damit fein sein. So, und das ist ja zum Beispiel, habe ich bei dir einen Eindruck, das macht dich jetzt nicht, das ist jetzt nicht traurig und das ist so, oh nee, schlimm, sondern eher so, hey, ich bin in Bewegung, wie geil ist das denn? Lass mich mal jeden Tag lernen. Und das ist einfach toll. Also das finde ich irgendwie gut. Da habe ich eine schöne Phrase mal gehört und die prägt mich da an. Ich habe lustigerweise Mittwochabend das Clubhouse-Talk, der ist jetzt schon vorbei, wenn der Podcast rauskommt. Schade, verpasst, kann keine Empfehlung machen. Wo es um das Thema Fehlerkultur geht. Ja. Und ich finde, Fehler ist in sich schon irgendwie ein Trugschluss, weil es gibt ja sozusagen, ich kann halt Dinge tun und dann kriege ich nicht das erwartete Ergebnis. Das ist aber kein Fehler, sondern ist meine Erwartung halt enttäuscht. Die Täuschung ist vorbei, ich habe Klarheit, ich kann weitermachen. Ich lerne daraus, ich gehe halt weiter. Und so ein wirklich richtiger Fehler ist ja eigentlich sowas wie, ich fahre mit dem Auto auf eine Kurve zu, ich weiß, die Kurve kann man mit 60 fahren, ich fahre mit 120 rein und crash halt. Das ist irgendwie, das ist aber auch kein richtiger, das ist halt so vorsätzlich dumm. Genau. Ja, und vorsätzlich dumm ist irgendwie schlecht, aber die meisten Menschen machen vorsätzlich keine Fehler, sondern die machen halt Dinge und dann sind irgendwelche Erwartungen irgendwie enttäuscht und ganz oft ist es ja so, dass die Erwartung nicht mal richtig klar war. Also das finde ich ist in unserer deutschen Kultur auch irgendwie so ganz crazy verankert mit diesem, ich bin im Unternehmen, ich will irgendwie, ich habe mir selbst eine Deadline gesetzt und nur weil, und jetzt wo ich die Deadline gesetzt habe, muss die Deadline auch eingehalten werden, weil ich habe die ja gesetzt, ne? Und jeder weiß, die Deadline kannst du reißen, ist vollkommen interessiert, kräht kein Haar nach, ist egal. Jetzt reiße ich die Deadline und jetzt die erste Frage, wer ist schuld? Ja. Und dann habe ich echt schon erlebt, dass auch so in kritischen Situationen, da einmal, das war bei der Deutschen Bahn, da ist der
Navigator ausgefallen für 2 Stunden oder so. Und das ist bei der Deutschen Bahn richtig ätzend. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ich glaube, 2 Stunden ist 6-stellig auf jeden Fall im Umsatzverlust. Und anstatt, dass die Leute geguckt haben, so wie kann ich das Problem lösen, haben die erstmal eine PowerPoint gemacht, um sich zu rechtfertigen, dass sie es nicht waren. Ja. So total, so wo du denkst, so das kann doch nicht wahr sein. Und dann aber auch von oben runter einen mittlerweile guter Freund, damals noch eher Mentor-Charakter, Abteilungsleiter im Betriebsbereich, der hat dann eine E-Mail gezeigt, da war vom Vorstandsvorsitzenden, stand drin, was ist da passiert, Fragezeichen. Und das ist so ein, das ist irgendwie nicht die Kultur. Also das ist nämlich kein, hallo, hier ist der, ich glaube zu dem Zeitpunkt war es Lutz schon, hier ist der Herr Dr. Lutz und ich habe gemerkt, wir haben da gerade ein Problem, wie kann ich helfen, sondern es ist so eine, Alter, die gehen mir alle auf den Sack gerade, weil das Ding nicht läuft, ich habe da keine Zeit für, regel den Scheiß, was hast du gemacht, ne? Ja. Und dieser Frame ist halt ganz komisch einfach gewesen. Und dann haben die Leute Angst. Und sobald die Angst haben, und das finde ich ist auch in diesem ganzen Change-Kontext, in dem wir uns ja bewegen, so ein Thema, wenn du Angst hast, bist du nicht mehr in der Lage, halt dich im Kopf weiterzuentwickeln. Dann bist du im Angstmodus, ne? Dann überlebst du halt. Genau, also ich glaube, Angst ist einfach das Gegenteil von Kreativität. So, ja. Da wird dir sozusagen alles weg und du verfällst auf ganz urtümliche Handlungsstrategien, ja, fluchtstarrer Angriff in der Regel. Das ist so Echsenhirn, ja, so das älteste Bereich von uns. Und das ist einfach irgendwie schräg, dass man das auch, dass man sich da immer so zurückfallen lässt. Und dieses Thema auch scheitern, ich glaube, es geht darum, einfach freudig zu experimentieren. Ja. Also, weil jede Entscheidung, also wenn es eine wirkliche Entscheidung ist, ist es mit einer Unsicherheit verbunden. Also, weil ich eröffne immer Optionsräume, also mehrere, und ich weiß nie, welche funktionieren, und ich muss mich aber für eine entscheiden, mit der Hoffnung, dass sie aufgeht, aber nicht mit dem Wissen, dass sie aufgeht, weil wenn ich das Wissen hätte, müsste ich die Entscheidung nicht treffen, sondern wär so eine kluge Routine, die ich dann irgendwie aufsetze. Und gerade bei Entscheidungen ist es halt wirklich sehr gut, freudig ins Experimentieren zu gehen. Und dann ist aber wichtig, schnell zu lernen, ohne so einen Vorwurfsmoment von wir hatten das wieder verbockt. Ja, wie gerade in dem Beispiel. So, wer trägt dafür Schuld? Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum zu sagen, so, okay, wie können wir das vermeiden? Weil, was du sagtest, mehrfach Fehler machen, das ist unklug. Also wenn ich das gelernt habe einmal, dann ist ja die Frage so, warum wurde das Wissen nicht geteilt, wenn wir den Fehler schon mal gemacht haben? Also diese ganzen Zirs-Geschichten im Krankenhaus, also wenn es so kritische Fälle gibt, dass man dann irgendwie berichtet und sagt, okay, hier gab es einen kritischen Fall, was können wir beim nächsten Mal anders machen, damit der Patient irgendwie überlebt? Ja. Luftfahrt, und, ne? Beste, in der Luftfahrtbranche ist das ja super extrem. Genau. Ne? Da passiert eigentlich kein Fehler ein zweites Mal. Ja, und ich glaube, so eine Mentalität benötigen wir einfach auch im Business und die hilft uns dann einfach, uns da einfach nochmal anders zu kalibrieren. Aber da sind wir einfach noch nicht so ganz weit, aber wir sind auf dem Weg, auf dem mutigen Weg, weil ich glaube auch gerade so die jüngere Generation ist da einfach irgendwie offener und auch angstfreier, weil die vielleicht auch so gelöst sind von schlimmen Erfahrungen im unternehmerischen Kontext. Also die haben immer so beobachtet, so eigentlich geht's immer. Also irgendwie geht's so auch weiter. Total, ich habe auch im Wohlstand, ne, das finde ich total heftig. Ich habe an Weihnachten ganz viel mit meinem Opa gesprochen über den Zweiten Weltkrieg. Ne, und es sind da am Ende, der hat 5 Jahre ungefähr so in dieser Kriegszeit verbracht, was plus die gesamte Nachkriegszeit, ne? Und das hat ihn halt in seiner Haltung total geprägt. Er ist auch Unternehmer, wir haben eine Schreinerei schon seit 60 Jahren. Und er hat aber trotzdem immer sehr konservativ gewirtschaftet, also eigentlich eher in diesem Sicherheitsaspekt. Ne? Und die jungen Leute heute, wenn du 2000 geboren worden bist, dann haben deine Eltern auch keine Wohlstandsprobleme gehabt. Also natürlich gibt es die prekären Gruppen in unserer Gesellschaft, so, aber die meisten haben kein echtes Thema. Und was mich da jetzt gerade frage ist, in der Konzernwelt, und ich pauschalisiere mal total, ne, regnet Geld vom Himmel, ist nie ein Problem. So, ne, wenn du, egal was du verkaufst, wenn du im DAX-Konzern bist, da regnet Geld vom Himmel, das ist immer da. So, du oder ich, ne, wir bezahlen Gehälter, bei uns ist Geld nicht zwangsläufig immer da. Da muss man auf dem Konto schon mal nachgucken und wenn du in der Excel-Tabelle was änderst, dann macht das erstmal noch gar keinen Unterschied. Weil du hast nämlich auch schon mal ein Konto gesehen in der Realität. Ja. Und ich glaube, das verändert in der Haltung auch nochmal was, weil in dem Moment, wo du natürlich in deiner Sozialisierung dann einfach so in den gehobenen Mittelstand reingehst, und da sind ja nun mal unfassbar viele Unternehmen, wirst du ja auch nie mit einem echten mal konsequent schlechten Problem konfrontiert. Also ich finde schon, ich habe schon Entscheidungen getroffen oder treffen müssen, seitdem wir unser Unternehmen haben, die schon hart waren.
Also wo du halt schon ganz bewusst sagen musstest, ich kann jetzt halt links oder rechts gehen, aber ich kann nicht beides machen, ne? Und ich muss auch wirtschaftlich drüber nachdenken, ob mein Handeln gerade irgendwie Sinn ergibt. Ja. Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Das Thema Verantwortung zu tragen wird immer weniger. Also weil die Einbindung in Großkonzerne ist es immer so, dass du, und ich meine, das ist so ein bisschen auch bedingt, ich meine, das kann man auch den Konzernen nicht vorwerfen, weil die Komplexität nimmt da einfach so hochgradig zu, dass ich einfach als Einzelperson das gar nicht mehr hinbekomme. Und das Thema, ich brauche halt ein Team mit Leuten, die irgendwie mich supporten, die an die Idee glauben, die dann nach vorne gehen. Und da auch Verantwortung zu übernehmen für so ein großes Ding ist halt immer schwierig. Also es ist schwieriger als jetzt so eine Organisation mit noch überschaubaren Peoplen und Gehältern und Co. So. Und klar sind die, also müssen wir auch als Unternehmer hart entscheiden und haben sozusagen nicht die Leichtigkeit wie der ein oder andere Konzern, weil die einfach noch so aus dem Vollen schöpfen können. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, dass die Konzerne, das ist meine Beobachtung, durchaus erkennen, also auch gerade deutsche DAX-Unternehmen, die Dynamik in anderen Bereichen ist gerade so hoch, wir verstehen das gerade gar nicht mehr. Mhm. Also wir wissen gar nicht mehr so, wo geht denn die Reise hin? Das Beispiel, was du genannt hast, dass die Leute sich jetzt freuen, bei Tesla in Berlin zu arbeiten, ist ja sowas, was viele Leute so aus der klassischen Automobilindustrie so sagen, so komisch, was machen wir? Und da auch zu realisieren, okay, da kommt ein Unternehmen aus den USA zu uns und baut hier das erste Mal so ein Werk, ja, in Deutschland und baut hier Automobil, das finde ich halt total lustig. Also weil das so, und alle wollen dahin, ja, und das ist einfach so der, finde ich, so ein schönes Beispiel dafür, dass einfach die Automobilindustrie einfach bald weg sein wird bei uns, weil die es einfach nicht verstehen, wie das so geht mit Mobilität oder dass ich gar kein als junger Mensch mehr Bock habe, mir ein Auto zu kaufen. Das ist zu teuer. Ich möchte so eine Mobilitätsflatrate haben. Ich will das mieten oder ich will das irgendwie, dass der Algorithmus weiß, wann bin ich wo und dann fährt mir ein Auto vor und dann fahre ich damit der fährt mich dann zu meinem Termin oder so. Ja, wenn ich überhaupt noch fahren muss, weil ich viel remote machen kann und so, ja. Also Mobilität verändert sich gerade massiv auf der Welt und es gibt aber immer noch so die Idee bei den Konzernen, dass man sagt so, ja, wir bauen weiter Autos, so, ja, wir machen das jetzt vielleicht irgendwie elektronisch und darum geht es gar nicht mehr, das Thema ist vorbei. Ja. Also. Und die Innovation ist, ich durfte letztens mal in einem 5er BMW fahren, dass wenn du so mit dem rechten Daumen so nach rechts zeigst, dann geht der Song eins weiter und ist so, ich habe auf dem Lenkrad auch den Knopf für weiter und das ist so unnötig, aber ich finde, und in dem Kontext, ich meine, Tesla ist jetzt auch nicht dafür bekannt, eine super krasse, mitarbeiterorientierte Kultur zu haben. Nee, überhaupt nicht. Sondern gar nicht. Performance. Aber da finde ich jetzt zum Beispiel, jetzt switche ich, weil ich habe, es gibt ja auch Unternehmen, die kennt keiner, aber die gehen halt auch richtig halt nach vorne. Ne? Mhm. Und zwei Stück, die ich spannend finde, das eine ist Snox, die machen Boxershorts und Socken hauptsächlich, viel über Amazon und und der hat, der eine Gründer, Johannes, der hat, ich weiß nicht, 15.000 Follower auf LinkedIn oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und postet sehr, sehr, sehr kontinuierlich aus. Wir haben jetzt das ausprobiert in unserem Store und haben jetzt hier gesplattestet und das und das. Und letztens haben die einen TikTok gemacht für eine offene Stelle und haben 300 Bewerbungen bekommen dafür deswegen. Super. Und das ist natürlich auch schon mal ganz anders. Und dann so ins Thema Recruiting, auch spannend. Es gibt Campusjäger in Karlsruhe. Die kommen eigentlich aus dem, wir vermitteln Werkstudenten und die haben eine Plattform gebaut, wo du als Unternehmen drauf gehst, wo der Bewerber praktisch drauf geht und wo du dann als Bewerber und als Unternehmen einen einheitlichen Prozess praktisch hast, ne? Weil als Bewerber ist es schon der ätzend, wenn du bei jedem Unternehmen dich in die Recruiting-Plattform irgendwie eintragen musst. Ja. Und die sind mittlerweile 90 Mann groß. Ja. Also es ist ein massiver Mittelständler geworden. Ne? Und zwar keiner mit, hier arbeiten nur Studenten, sondern mit geilem Office und einer coolen Kultur und halt nur Leuten, die an die Vision glauben, die Bock haben, damit zu arbeiten, die, wenn du sagst, ja, wir machen Objectives and Key Results oder wenn du da sagen würdest, da wechsle ich nochmal kurz, ich habe letztens mit Tobias Hagenau ein Interview gehabt, der ist Gründer von HQ Labs und A-Work, das ist eine Teamorganisationssoftware für Agenturen. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, so was würdest du dir bei deinen Mitarbeitern im Kontext Bildung wünschen? Und er hat gesagt, ich fände es manchmal geiler, wenn die noch ein bisschen offener wären, also sich mehr trauen würden, einfach sagen würden, boah, ich würde gerne auf die Funnel-Hacker-Konferenz nach, weiß gar nicht, wo die stattfindet momentan, Michigan, nee, nicht Michigan, sondern
ist auch egal, in die USA halt fliegen, ne? Ja. Und möchte es halt machen, weil das, ich habe auch letztes Jahr das erste Mal so eine USA-Reise gemacht und am Ende, der Trip hat 3.500 Euro pro Kopf gekostet. Das ist jetzt eine normale Schulung, die du auch in München irgendwie machen kannst. Ja, genau. Aber das war fürs Mindset so irrsinnig, auch zu wissen, ich kann irgendwie, ich fliege in die USA und zwar eine Mitarbeiterin, ich weiß noch, als ich sie angerufen habe und ich mach dann, bin da ein bisschen fies, ich war dann so, Lena, können wir mal telefonieren? Und sie war dann so, oh, passiert irgendwas? Und dann war ich so, ja, hast du Zeit? Sie war, eigentlich nicht, ja, wir können es auch später machen. Sie so, nein, 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 ich will es wissen. Da war ich so, ja, hast du in der Woche Zeit? Wir fliegen nach Vegas. Willst du mitkommen? Und die war so, so was passiert hier gerade? Ne? Ja. Und mega cool. Und er hat gesagt, die müssen mutiger sein. Ne? Und das, finde ich, ist halt, also dieser Bildungsaspekt, ne, und diese Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und halt außerhalb der Bahn zu gehen, außerhalb von, ich kann im Standardkatalog irgendwie den nächsten Rhetoriktrainer mir einkaufen, der eigentlich langweilig ist. Ja, ja, und ich glaube, genau das, also ich glaube, das ist, finde ich, eine ganz schöne Essenz auch. Es kommt eigentlich auf zwei Sachen an, die du gerade erwähnt hast, nämlich einmal Wahrnehmung, also ohne Wahrnehmung keine Welt, also seid da offen, ja, offen und guckt mal, schaut mal genau hin, auch schaut mal außerhalb eurer Wahrnehmungsmuster, also der klassischen Wahrnehmungsroutinen, so dass das eine. Und das zweite ist halt Mut zu haben, also sowas wie Freimut zu haben, in die Veränderung zu treten, zu sagen, ich probiere das mal aus. Ja. So, und ich glaube, diese zwei Zustände sind einfach unheimlich wichtig für sowas Unternehmerisches. Und ich glaube, das Thema intrapreneurhaftes Handeln ist einfach Voraussetzung für Erfolg. Also ich kann nicht mehr den Leuten sagen, was die irgendwie alles machen müssen, sondern die müssen selber verstehen, was jetzt gerade angesagt ist, was wichtig ist, was sinnvoll ist, was einzahlt auf das Ziel, ja, meiner Company. Und das finde ich halt irgendwie total spannend, wenn man das stärker verankern kann. Und ich glaube, der Weg ist dann immer, so ein Stück weit zu verstehen, wer bin ich? Weil auf was kann ich bauen? Ja, also was gibt mir eine Sicherheit, offen zu sein und freimütig zu handeln? So, das hat was mit mir als Persönlichkeit zu tun. Was ist mein Pfund? Was bringe ich mit? Und ich glaube, da nochmal zu sensibilisieren, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Oder das ist, glaube ich, für mich eine Voraussetzung dafür. So, und das geht heutzutage digital. Also da braucht man auch nicht mehr ins Coaching gehen, sondern macht einfach das digital. Fertig. Ja. Haken das dran. Da nochmal tiefer reingehen, nochmal, weil das, was ihr mit One Day Rocks gemacht habt, ist ja genau das. Ne? Ich kann kann sagen, ich hätte gerne meine Persönlichkeitsanalyse, am besten für mein ganzes Team. Ja. Und dann gucke ich mal, wie die ticken. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was da typischerweise so rauskommt oder was da passiert? Genau, also was wir machen, ist genau das, dass wir eine kurze Analyse fahren. Das dauert 12 Minuten und nach 12 Minuten weiß ich, was ist meine Passion und was sind meine zentralen Werte. Und dann investieren wir noch weitere kurze Zeit, aber auch nicht viel, ein paar Stunden in der gemeinsamen Arbeit, um dann zu sagen, okay, wenn das meine Werte sind und wenn das deine Werte sind, was heißt denn das, wenn wir zusammenarbeiten? Mhm. So, dann gucken wir uns einfach das Team insgesamt an, auf Basis der Werte, auf so einem Spielfeld der Zusammenarbeit, und können dann genau sagen, okay, wer kann welche Verantwortung für welche Fragestellung übernehmen? So. Und das halt digital, relativ schnell. Und ich kann dann Entscheidungen der Arbeitsteilung einfach auf Datenbasis treffen, die sozusagen Persönlichkeit aufnimmt. So. Und ich glaube, das ist sehr, sehr klug, weil darüber kann ich auch als Company einfach so ein Stück weit besser verstehen, was macht uns als Hochleistungsteam aus? Also was macht ein High-Performance-Team bei uns aus? Welche Konstellation von Werten ist das? Und weniger, wir gucken uns nicht Kompetenzen an. Mir ist egal eigentlich, was die so an Ausbildung haben, so, sondern es ist eher darum, so, Wissen ist flüssig. Wir fokussieren vor allem das Thema, worauf habe ich Bock? Worauf haben die Leute Bock? Und setzen die dementsprechend dann halt ein. Oder machen es bewusst, wenn die nicht dementsprechend positioniert sind. So nach dem Motto, der soll hier Innovation machen im Team, aber von der Wertestruktur, der ist zwar auch hier, diplomierter Innovator, oder Bachelor oder Master, so, ja, aber der hat irgendwie keinen Bock, sondern der ist jemand, der eine hohe Prozessintelligenz hat. Und das zu verstehen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und damit dann zu arbeiten. Schlussendlich geben wir eine Transparenz ins Team, damit die damit arbeiten. So. Weil schlussendlich ist es auch von Außenstehenden nicht das Richtige zu sagen, so, dann müsst ihr das und das machen, sondern das Team muss selber verstehen, und die sind ja alle klug, Menschen sind ja klug, die verstehen dann selber, du bist so, ich bin so, wir haben die und die Fragestellung, also wir haben das und das Ziel, okay, was kann jeder davon übernehmen? Also welche Verantwortung kann ich mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Werten, mit meiner Passion übernehmen? Was macht mich hier unique?
Und wie kann ich eine bestmögliche Kooperation hinbekommen? So. Und das ist, gibt es eine bestimmte Ausprägung oder einen bestimmten persönlichen Skill, der häufig fehlt, wenn ihr so Analysen machst? Also sagst du, so ja. Menschen gibt es eigentlich selten? Ja, also wir haben, wir nennen das sozusagen so ein Entdeckerproblem. Also wir haben so zwei Achsen auf diesem Spielfeld der Zusammenarbeit. Vielleicht also macht das Sinn, eben kurz zu erklären. Es gibt einmal die Achse Innovation und Umsetzung. Also man kann so linke, rechte Gehirnhälfte sagen. Und das Thema Außenorientierung und Innenorientierung. Also das Thema Verbundenheit, Innenorientierung oder Vernetzung, Außenorientierung. So. Und es gibt dann sozusagen so unterschiedliche Positionen und es gibt auch so ein Mittelfeld. Und so Mittelfeldspieler sind manchmal nicht so da, sondern wir haben häufig so Extreme, also dass wir so extreme Innovatoren haben und auf der anderen Seite so extreme Umsetzer. Und wenn es da so eine Bündelung gibt, dann knallt das halt häufig. Dann gibt es also so Kombinationen, dass dann irgendwelche Leute, die gute Ideen haben, so abgebügelt werden von Leuten, die sagen, ja, das geht ja alles gar nicht. Das ist ja, hast du schon mal an die Umsetzung gedacht? Da so Leute zu haben, die so erste Ideen innovativ aufnehmen können, anfangen darüber nachzudenken und so ein Übersetzer zu sein, ist zum Beispiel so eine Position, die in Teams manchmal fehlt, aber das ist sozusagen, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich kann eher nur sagen, was macht zum Beispiel, also wie sind so die Verteilungen, wenn es um so bestimmte Arten von Teams gibt. Also ne, wenn ich jetzt ein Innovationsteam bin, wie muss ich da aufgestellt sein? Wenn ich Sales mache, wie muss ich aufgestellt sein? Mhm. Wenn ich jemand, ein Team habe, wo wir viel operative Themen haben, die wir abarbeiten müssen, wie müssen wir da eine Konstellation haben? Darüber so eine Sensorik zu bekommen und dem Team das einfach rückzukoppeln, weil schlussendlich machen wir das, wir koppeln das dem Team zurück, damit die eine andere Entscheidungsgrundlage haben. Denn ich bin davon überzeugt, eine andere Art von Zusammenarbeit oder auch eine andere Art von Führung benötigt einfach auch eine andere Art von Datengrundlage. Mhm. Das ist halt so. Und da macht man halt wenig oder da gibt es halt wenig. Ne? Da also gibt halt wenig. Welche überhaupt? Ne? Also Führung ist ja meistens so, wir kriegen es jetzt nicht mehr operativ gehandhabt, jetzt müssen wir halt eine Führungskraft einsetzen. Wer ist denn am längsten dabei? Wer ist irgendwie am besten? Wer ist der am lautesten schreit? So intuitiv, wer könnte das vielleicht machen? Ne? Ja. Und halt immer, und das finde ich auch total spannend, und wer ist mir wohlgesonnen und spielt sozusagen in meinem Team als Chef? Ne? Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Ne? Wer schuldet mir dann irgendwie was? Wen will ich denn mal mit hochziehen? Ja, ja, genau. Und dann gibt es halt so Beziehungsmomente, die dann eher stärker sind und man guckt dann weniger auf, was zahlt am stärksten auf die Zielerreichung ein? Ja, und was ist überhaupt das Ziel? Und das ist auch sowas, dass wir auch einfach digital analysieren. Das ist so eine zweite Befragung, die dauert dann nur 8 Minuten und dann können wir Wahrscheinlichkeiten berechnen, an welchem Bereich das Team arbeiten müsste, um das nächste Level sozusagen von Performance hinzubekommen. Und da auch wieder das Thema, bitte nicht dieses, immer nur diese, wir bringen mal einen Trainer rein und dann geht es was zum Thema Feedback oder ich weiß nicht, was das ist. Das macht keinen Sinn mehr heutzutage, sondern man kann einfach sehr analytisch klar sagen, okay, es gibt eine Herausforderung oder die und die Bereiche, diese Dimension ist unterrepräsentiert, wollt ihr daran arbeiten, hat das für euch eine Relevanz? Wird alles digital erfasst und dann gibt es das automatisch als Vorschlag und dann kann das Team daran überlegen, wie kriege ich das hin? Hat zum Beispiel Handlungsorientierung, also oder so Umsetzungsgeschwindigkeit ist bei uns lahm. Ja, wie machen wir das? Das Team muss das machen. Also da ist ja auch Wissen flüssig, solange ich WLAN habe, dann sage ich, geh ins Netz, guck dir an, es gibt tausende Bücher, es gibt tausende Leute, die da was zu sagen können und stellt das vor und sucht euch als Team dann kurz das aus, was für jeden am besten passt und probiert das aus. Und dann beim nächsten Mal sprechen wir darüber. Oder wir müssen noch nicht mal darüber sprechen, sondern wir können es einfach digital tracken, ob diese Komponente besser geworden ist oder nicht. Ja. Und dafür muss ich den Druck rausnehmen und muss Raum schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo viele dann wieder in einer gewissen Art und Weise, also scheitern auf der Führungsebene, dieses Jahr, okay, ich will eigentlich verändern, ich will eigentlich besser werden, aber eigentlich ist es nicht okay, 5% weniger Umsatz zu machen dieses Jahr. Ne? Also ist schon besser, wenn wir eher 5% mehr machen. Denkst du, das ist ja nicht das Ziel, jedes Mal zu wachsen. Das Ziel ist halt, oder das, was heißt das Ziel? Ne? Aber das ist ja ein bisschen wie beim Spiel. Ne? Solange du im Spiel bist, bist du halt im Spiel. Ja. Alles in Ordnung. Genau, ist ja auch völlig okay, wenn das für die Company klar ist und das sozusagen das Gehen ist, wir wollen uns jedes Jahr verdoppeln, Umsatzdenken. Was auch immer. Okay, so, dann ist das die Company. Also, dann finde ich das schön, weil es transparent und klar ist. Und dann kann ich ja selber
Ich bin ja erwachsen, als Mitspieler überlegen, ist es meine Company? Ist das das, woran ich glaube und wo ich mich investieren möchte? Und wenn nicht, gehe ich raus. Und das ist das Schöne, dass diese Flexibilität da ist, die dann auch einen ganz anderen Druck in die Organisation spült. So, ich cool. Wenn wir mutig genug sind. Ich finde es total gut, ne? Und in meinem Kopf, hier hören ja glücklicherweise viele coole Leute zu, von daher ist es sehr entspannt, ne? Aber ich könnte auch 10 Leute jetzt anrufen, mit denen könnten wir reden, die würden sagen, ja, das geht beim Betriebsrat aber nicht durch. Und du denkst so, ja, aber das ist ja schon so das ist ja schon sozusagen, anstatt in die Diskussion zu gehen, zu überlegen, was bringt uns das, direkt zu sagen, das geht nicht, ist halt irgendwie komisch, ne? Ja. Es macht ja auch Angst, ne? Weil es macht mich ja bewertbar. Dann bin ich auf einmal raus, anstatt zu verstehen, dass ich mit meiner Einzigartigkeit ja da bin, weil ich eben ich bin. Ne? Dass wir ja auch wegen Persönlichkeit miteinander arbeiten und nicht zwangsläufig. Also zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass jemand halt, es ist, ne, sobald du das Bewerbungsgespräch hast, gehst du auf Sympathie. Also wer jemanden einstellt, wo er sagt, mit dem gehe ich kein Bier trinken abends, das ist halt schon irgendwie ein Fehler in der Matrix so. Ja, aber da auch zu sagen, irgendwie, Ich fundiere diese Entscheidung auf anderen Daten. Ne? Das macht einfach Sinn. Also total. Und auch dazu sagen, irgendwie, probiert das doch mal aus. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche im Betriebsrat einer Krankenkasse gearbeitet und das war toll. Also weil die einfach verstanden haben, es geht bei uns nicht um Kompetenzbattle. Ja, so irgendeiner kann was besser und so. Sondern es geht darum, jeder Mitarbeiter ist wichtig. Es ist wichtig zu erkennen, was macht den unique und den so zu positionieren, dass der am nächsten an seiner Wertestruktur arbeiten kann. Dass wir hier paradiesische Zustände hinbekommen, das ist wahrscheinlich nicht so, weil wir sind im unternehmerischen Kontext. Es geht hier um so Geld gegen Leistung. Das ist noch so, ja. Und deshalb ist es auch völlig in Ordnung, dass man da auch als Unternehmer sagen kann, so Mensch, ich habe dich eingestellt, kriegst Geld und dafür hätte ich gerne eine Gegenleistung. Aber die Idee zu sagen, ich möchte die Leute möglichst nah an ihrer Wertestruktur arbeiten lassen, ist einfach sehr, sehr schön. Und wenn dann der Betriebsrat das dann auch versteht und sagt, das finde ich cool und das will ich supporten, ist das so eine Company, wo ich sage, voll cool, finde ich richtig super, dass ihr das so macht und dass ihr euch da so, dass ihr da Vorreiter seid und das sozusagen auch positiv in die Organisation reinbringt und den Führungskräften sozusagen Mut zuspricht, so nach dem Motto, naja, wir machen es im Personalrat mit unserem Team, ja, und macht das doch mal für die Mitarbeiter auch, weil jeder Mensch ist wichtig. Und das ist auch so. Also bei diesen Kompetenzgeschichten habe ich manchmal das Problem, da geht es immer nur so, ich will nur die High-Performer haben und so weiter. Und so, das koppelt dann so an Kompetenzen. Und ich finde, das ist nicht immer der Fall. Also manchmal brauche ich eher so, also ich muss eher gucken, was zeichnet die Person aus? Und jeder hat irgendwas Tolles. So, du brauchst die besten Einzelspieler, du brauchst das beste Team. Ja. Genau, darum geht es. So. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, da einen Weg zu machen. Also. Ja, da könnten wir jetzt, oder wäre es spannend, jetzt nochmal so Richtung Navy Seals tief abzutauchen, aber wir haben die Stunde schon fast voll, weil da ist es ja tatsächlich auch so, dass die Leute, die sozusagen die Stärksten und die Alphas und so, meistens nicht durch die Ausbildung durchkommen, sondern die sich um die anderen kümmern. Die das verstehen, wie kann ich klug kombinieren, weil es geht heutzutage bei der Komplexität geht es nur noch um Bündelung von unterschiedlichen Sichtweisen. Weil ich kann es als Einzelperson diese Komplexität gar nicht mehr verstehen. Ich brauche unterschiedliche Blickwinkel, um das Problem zu sehen. Und wenn ich das nicht mitnehme, dann habe ich es als Organisation sehr, sehr schwer. Und wenn es nur so hierarchisch runterklatscht, dann sind das keine Erfolgsgaranten so. Nee, dabei. Das ist ein schönes Schlusswort. Fast eine Stunde. Crazy. Vorbeigeflogen. Monday Rocks kommt natürlich in die Shownotes unten rein, wenn einer von euch Interesse hat, um da zu schauen. Und mit dir in Kontakt am besten über LinkedIn? Gerne. Fragezeichen. Ja, gerne. LinkedIn gerne vernetzen und ich kann alle nur ermutigen, nutzt den Test, der ist auch umsonst, da wollen wir kein Geld voran verbieten, sondern die sollen das einfach alle ausprobieren und selber sozusagen ihre Werte und ihre Passionen stärker einbinden, damit wir so ein bisschen mehr den rockigen Montag haben für alle. Ja, das finde ich richtig cool. Mega. Christoph, tausend Dank, was eine coole Folge. Und danke dir, Fabian, hat Spaß gemacht. An dich, wo du gerade zuhörst, wahrscheinlich ist es immer noch zu Hause auf der Couch oder beim Spazierengehen. Das sind nämlich die neuen Podcast-Hotspots. Ich freue mich natürlich, wenn du kommentierst, ein Like da lässt, abonnierst und dann hören wir uns zur nächsten Folge schon wieder. Einen wunderschönen Tag.